Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Für all diejenigen, die es im letzten Part noch nicht gesehen haben, noch nicht von mir gehört haben, den letzten Part und diesen Part, den werde ich nicht ganz so blind mehr machen, wie ich es eigentlich generell mit dem Spiel machen wollte. Part 96 und diesen Part 97, den hatte ich schon fertiggestellt. Da ist dann irgendwie was technisch blöd gelaufen und ich musste jetzt diese beiden Parts nochmal von vorne machen. Ja, beim letzten Mal haben wir uns um Hunwald gekümmert, dass der in Sicherheit ist für das Schiegemund und wir haben uns auf jeden Fall, wir haben auch mit Elfgar eine kleine Jagd gemacht. Wir wollten einen Bären jagen und fanden nur Wölfe. Wir mussten dann zusehen, wie das ganze Anwesen hier einfach mal lichterloh brannte. Irgendjemand möchte wohl das Ganze sabotieren mit der Wahl zum nächsten Alderman. Ja, mal schauen. Wir sprechen auf jeden Fall mit Acha. Und auch so wie beim letzten Part schon erwähnt, werde ich genauso versuchen, das Ganze zu spielen, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Klappt womöglich nicht immer zu jedem Zeitpunkt. Auf jeden Fall wird dann der Part 98 wieder komplett blind sein. Es sei denn, es passiert nochmal, dass das Ganze nicht gespeichert wird. Ich habe es auf jeden Fall fertig gemacht, die beiden Parts, und wollte es am 15.01. hochladen. Also die beiden Parts habe ich am 14.01. gemacht. Ich wollte es am 15. hochladen und ja, da waren die Parts nicht da. Ich kopiere das Ganze immer von meiner PlayStation auf eine externe Festplatte und von da lade ich es immer hoch. Ja, und unterwegs muss irgendwas schiefgelaufen sein. Auf jeden Fall war das Ganze dann zu dem Zeitpunkt schon wieder gelöscht gewesen auf meiner PlayStation. Ja. Das erste Mal, dass mir es das passiert ist, dass ich was gelöscht habe, was ich nicht auf meiner Festplatte habe. Also ich bin mir sicher, ich habe es kopiert. Es war wirklich kopiert. Naja, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Ich sollte wirklich darauf achten, dass es dann auch wirklich auf der Festplatte drauf ist. So, wir sprechen jetzt auf jeden Fall mit Acha. Mal schauen, wie es weitergeht. Acha. Ist alles vorbereitet? Das Schiergemut steht kurz bevor. Wirst du dabei sein, Eivor? Deine Gegenwart wäre uns sehr lieb. Ja, da sind wir dabei. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Schiergemut. Ich komme mit. Wann beginnt die Abstimmung, Äbtissin? 12 Herren von Linkolneschir haben bereits ihre Wahl getroffen. Aber es steht unentschieden. 4 Stimmen für jeden Mann. Jetzt obliegt es dir, die Entscheidung zu treffen. Mir? Auf wessen Befehl? Scheinbar hast du das Vertrauen unserer 3 Kandidaten gewonnen. Selbst unser Bischof fühlt sich deinem kühnen Geiste verbunden. Okay. Es liegt an uns, wer der nächste Alderman wird. Das ist keine leichte Entscheidung, aber ich werde mit Bedacht wählen. Versprochen. Ich bete, dass Gott deine Stimme leitet und nicht der Teufel, wie ich es fürchte. So, dann werden wir auf jeden Fall nochmal mit jedem hier sprechen, der eine Sprechblase hat. Früher gab es Wachen, die erhielten Bitten an der Küste. Du bist für König Cheolwulf hier, richtig?
Ja, der König sendet beste Grüße. Wie auch immer es ausgeht, so wird es von ihm besiegelt werden. Er lernt schnell. Guter Mann. Also auf jeden, also für mich sieht der Typ so aus wie der jüngere Bruder von König Shio Wolf. Naja. So, wer bist du? Guten Tag, Herr. Habe ich recht verstanden, dass du diese Wahl für uns entscheiden wirst? Das stimmt, Herr. Hast du einen Rat für mich, ehe ich wähle? Lord Hundbjort war ein ehrlicher Mann, wenngleich manchmal leichtfertig. Ich sehe dieselben Eigenschaften auch in Hunwald. Und deswegen bin ich für ihn. Okay, ja. Interessant. Sei gegrüßt, Elfgar. Eivor, ich hoffe, es ist nicht ungeziemend, dich um Unterstützung zu bitten. Denn ich brauche sie. Du bist hier das Zünglein an der Waage. Die Wahl fällt mir schwer. Wisse, dass ich sie nicht leichtfertig treffe. Gut, gut. Doch ich will unnachgiebig betonen, dass ich der Mann bin, der Lincoln Shear zu Fortschritt und Ruhm verhelfen wird. Ich weiß deine Absichten zu schätzen. Okay. Mir scheint Elfgar auch ein guter Kandidat zu sein. Schön, dich wiederzusehen. Ein herzliches Hallo, Drängar. Scheinbar gewöhnt sich Britannien an die Dänen, die an den Küsten landen. Für wen stehst du, Grimm? Elfgar ist ein Freund von dir, wie mir scheint. Das ist er. Er ist ein guter Mann. Aber ich habe für den Bischof gestimmt. Für den Bischof? Das ist eine Überraschung. Diese Christen lassen sich leicht herumschubsen. Sie sind so bedacht darauf, Kämpfe zu umgehen, dass sie tun, was die Dänen von ihnen verlangen. Aha, okay. So, das nächste Gespräch wird dem Haus des stürmischen Schwans mit dem Bischof Glanz verhelfen. Bischof. Eivor, ich danke dir für deine tapfere Teilnahme an unserem Schiergemot. Es überrascht mich, dass du dich für mich verbürgt hast. Ich bin selbst überrascht. Aber ich dachte, es wäre eine gelungene Prüfung für Gottes Zuversicht in mich. Unter meiner Führung wird dieser Schier sich von jahrelanger Gesetzeslosigkeit erholen. Gott weiß, wie sehr ich die Menschen von Lincoln Schier ins Herz geschlossen habe. Ich bete nun, dass er deine Hand zu leiten vermag. Ein kühner Plan. Vielleicht sogar kühn genug, um aufzugehen. Wohl denn. In jedem Falle ist dir mein Dank gewiss. Gott sei mit dir. Eine Stimme für Hunwald wird dem Haus des stürmischen Schwarz wieder zu altem Glanz verhelfen. Ja, stimmt. Das Gespräch am Ende des Part 95. Ich erinnere mich. Wie geht es, Hunwald? Meine Gebete sind inbrünstig und mein Wille ist stark, Eivor. Wenn ich Aldermann werde, bringe ich Freude in den Schier. Hinter guter Führung steckt aber viel mehr als das. Man muss willensstark und hart sein und Risiken eingehen können. Natürlich, klar. Stärke, Weisheit, Tapferkeit und all sowas. Ich werde mich aus dem Sumpf des Mittelmaßes erheben. Keine Angst. Das höre ich gern. Ja, also manchmal hat man echt das Gefühl, als wenn Hunwald das Ganze nicht wirklich ernst nehmen würde. Ist ein bisschen grün hinter den Ohren. Ja, sehr gute Frage. Wen nehmen wir? Da wir natürlich immer noch nicht irgendeine Spur haben für den... Drei Männer, ja. Jeder für eine andere Zukunft. Welche dieser Puppen wird am besten tanzen, wenn du es ihnen gabest? Ich treffe diese Entscheidung nicht für mich, sondern für meinen Clan. Wer wird uns am besten dienen, wenn es darauf ankommt? Gute Frage. Man kann nie sicher sein, wo man in anderer Leute Herzen steht. Triff die Wahl nur für dich selbst. Alle drei haben ihre Stärken und Schwächen. Ja, was ich gerade sagen wollte, bevor ich aufgehalten bin wegen der Sequenz mit Odin. Ja, also wir wissen immer noch nicht genau, wer hier mit dem Orden zu tun hat. Das war ja ganz am Anfang, als wir Hunwald kennengelernt haben. Ja, eine kleine Info am Rande.
dass es auch einen geheimnisvollen Orden geben soll, der da ein bisschen Rambazamba macht. Hier in Linkinnershire. Und ja, also... Elfgar ist fähig und wohlhabend, doch leider auch arrogant. Er wäre ein guter Aldermann, aber wäre er auch ein guter Verbündeter? Ist eine gute Frage. Was mit Hunwald? Hunwald ist nicht der Gerissenste, aber er hat Geist und Herz am richtigen Fleck. Und beides ist wichtig, wenn es darauf ankommt. Ja, auf jeden Fall. Und was ist mit Herefried? Der Bischof ist verbohrt vor lauter christlicher Frömmelei. Aber er ist der Weiseste von ihnen. Das hat er bereits bewiesen. Also auf jeden Fall hat jeder ein eigenes Bestreben. Man muss natürlich schauen. Also ich schaue auf jeden Fall darauf, wer von denen kann uns am besten ein Verbündeter sein. Und ja, also wer ist denn überhaupt da beteiligt mit dem Orden? Also da, ja, die haben sich natürlich alle so ein bisschen komisch verhalten. Elfgar, der so ein bisschen verheimlicht, dass er da noch jemanden eingeladen hat, also Grimm, beziehungsweise ja, so ein bisschen komisch sich verhalten hat wegen der Bärenjagd und so. Und ja, die Äbtistin, die hat ja auch ab und zu, die hat ja auch so ein bisschen gelogen und naja, auch ein bisschen merkwürdig ist sie schon, aber der Bischof, der ist auch genauso merkwürdig mit seinem Verhalten. Ja, der Einzige, der wirklich, ja, also nicht so merkwürdig, also er ist zwar schon merkwürdig, der Hunwald, aber halt auf positiven Sinne. Und ja, also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass der Hunwald, wenn er erst einmal Aldermann ist, das Ganze auch sich anlernen kann. Beziehungsweise die Svanhild, die kann ihm natürlich auch ein bisschen helfen. Von daher, ja, ich nehme den Hunwald. Hunwald ist nicht der Gerissenste, aber er hat Geist und Herz am richtigen Fleck. Und beides ist wichtig, wenn es darauf ankommt. So, dann nehmen wir... Achso, da muss ich draufklicken. Dann nehmen wir den Hunwald. Führe dein Schier voller Stolz, stürmischer Schwan. So. Dann lass mal hören. Hiermit wird die rechtmäßige Wahl dieses Schiergemots verkündet. Aldermann von Lincolnshire wird der Sohn unseres lieben verstorbenen Herrn, Lord Hundbjocht. Lord Hunwald von Lincolnshire. Das sehe ich jetzt erst, dass sie ein bisschen gelächelt hat, die Äbtistin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich danke euch zutiefst. Von Herzen. Okay. Was soll ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Der ist wohl sauer. Ich vermisse meinen Vater. Ich sehe lieber ihn hier als... Aber... Nun, ich werde mein Bestes geben. Für jeden einzelnen von euch. Erheben wir also unsere Becher. Auf unseren neuen Aldermann. Ich ahne Übles. Wie alle hier wissen, ist die Entscheidung des Schiergemots nicht endgültig, sondern ein Ratschlag. Nun ist es an unserem gesalbten und verehrten König Ceolwulf, unseren Rat zu beherzigen. Was das angeht, müssen wir uns nicht sorgen. Na, was machst du, Bischof? Ceolwulf ist ein Freund von Sachsen und Dänen. What? Und wird das Ergebnis sicher bestätigen. Unser guter und edler Freund Æthelswith.
Eine eitrige Fäulnis hat diesen Schier überkommen. Eine Krankheit, für die es nur eine Heilung gibt. Bischof! Was soll das? Nein! Der Gesandte des Königs ist tot. Scheiße. Alter Männer von Lincolnish, ihr seid standhaft! Für den Ruhm der Ältesten! Lasst niemanden am Leben! Immer diese Bischöfe. Dieser Ohr, der... Zu den Waffen. Der holt sich immer die Posten von Bischöfen. Man kann keinen Bischof trauen. So einen neuen Aldermann willkommen? Es ist ja auch generell unbekannt, wo der Orden der Ältesten genau herkommt. Vorher gab es ja, einen anderen Orden. Den hat Cassandra bzw. Alexios ja zunichte gemacht. Und danach kam der Orden der Ältesten an die Macht. So. Was bezweckt er damit? Gute Frage. So viele Tote. Der ist tot. Findet die, die noch atmen. So viele unnötige Tote. Polier dir den Arsch schon bald. Der Sitz des Aldermanns gehört dir. Ich schlage vor, keine Zeit zu verlieren und diesen Kreuzwichser zu schnappen. Er kann nicht weit sein. Wir sollten zuerst die Toten beisetzen, oder? Das entscheidest nun du, Aldermann. Ja, natürlich. Wir bestatten die Toten, dann trommeln wir eine Fürth zusammen. Okay. Mir fehlen die Worte. Ein wohlrespektierter Mann Gottes. Tja. Ich werde für diese Märtyrer beten und mich um die übrigen Verwundeten kümmern. Bis zum Letzten. Alles Gute, Acha. Dir auch, Eivor. Möge Gott oder auch deine Götter dich beschützen. Vielen, vielen Dank. Christi Fidelium Explentes. Qui sinistra tristis terram atque. So. Schwertregen in Onestester. Da müssen wir lang. Das Ganze machen wir wieder mit dem Wolf.
Ich habe die Unlust, so lange zu Fuß zu laufen. Na, okay, hier komme ich nicht lang. Schade. Da war gerade irgendwo eine Kuh. Ich glaube, ich habe sogar beim ersten Versuch vom letzten Part und von diesem Part irgendwie in Würfe gesammelt. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher. Nee. Weiß ich überhaupt nicht mehr. Wenn doch, dann ist es mir jetzt egal. Ich werde auf jeden Fall nach diesem neu gedrehten Part meinen alten Spielstand, den ich halt am 14. hatte, da ab da weitermachen. Als Information. Ein dreister Angriff. Am helllichten Tag. Dieser Mann muss von Hass völlig eingenommen sein. Ja, kann sein, aber andererseits... Eigentlich hat er nur den Willen des Ordens, einfach nur den Willen des Ordens. Was gibt es Neues? Wir wissen jetzt, dass Herefried nach dem Massaker zur Feste von Anekester geritten ist. Ich habe dort eine Fürth versammelt. Eine ziemlich große. Sie wartet auf deine Befehle, Eivor. Du meinst deine Befehle, Aldermann? Ja, genau. Meine Befehle. Die lauten nämlich wie nochmal genau? Wer weiß das schon? Reiten wir zusammen zum Lager und finden es heraus. Herefried war ein Freund meines Vaters, dem ich immer vertraut habe. Ich verstehe nicht, was in ihm gefahren ist. Ehe seine Leute angriffen, sprach er vom Orden der Ältesten. Ich weiß genau, was in ihm gefahren ist. Wirklich? Das erzähle ich ein andermal. Das wird Wellen der Empörung durch die Gemeinden von Mercia schlagen. Herefried ist eine große neue Schande für die Kirche. Euer Christus war ein interessanter Mann, wenn auch etwas weich. Komisch ist, dass ich kaum einen Christen wie ihn treffe. Heute war ein wichtiger Tag, Eivor. Trotz allen Leidens weiß ich jetzt, dass meines Vaters Geist noch in mir brennt. Und das verdanke ich dir. Wenn man einst den Tag besingt, an dem Linkholnisch hier gerettet ward, wird dein Name in jeder Zeile erklingen. Nicht so vorschnell, Hunwald. Die letzte Strophe dieses Liedes fehlt noch. Es lockt das Getöse der Schlacht. Ihr Heiden und eure Kampfeslust. Ich teile diese sicher nicht. Ich sorge mich, welches Teufelszeug der Bischof noch bereithält. Dieser Demlack von einem Bischof wird um Gnade flehen. Mit Eivor an unserer Seite. Wie hat Acher all dies verkraftet? Sie und Herefried waren sich sehr nah. Die Arme muss sich fühlen, als hätte der Teufel selbst ihr Kloster angegriffen. Ich sprach sie kurz. Sie war sehr niedergeschlagen, aber sie schien sich wieder aufraffen zu können. Hintergangen. Wer holt diesmal den Topf, hä? Ich will hier nicht zu Tode frieren. Sie sollen Mehl trinken und ruhen. Ein harter Kampf steht uns bevor. So, sprich mit dem Hauptmann. Der ist da vorne. Ja, Juju. Ja, du heult ganz gerne rum, ne, Wolfi? Ach ja, und durch den neuen Patch habe ich auf jeden Fall was Neues entdeckt. Es gibt die Möglichkeit, auf jeden Fall ein neues Ausrüstungsset zu holen. Ich weiß nicht genau, ob es das schon vorher gab oder ob es jetzt neu ist. Auf jeden Fall ist der Begleiter von diesem Set auch ein Wolf, und zwar ein Geisterwolf. Der sieht richtig schick aus. Ist mir bloß so teuer. 800 Phoenix Credits. Diese Schlacht wird die Hölle auf Erden. Und meine Stiefel haben Löcher so groß wie Kastanien. Oi. Dann sprechen wir mal mit dem. Ist da. Die Fürth ist bereit für die Schlacht. Eivor, was sagst du? Können wir mit den hier versammelten Männern diese Schlacht gewinnen?
Wenn sie so mutig kämpfen, als wären sie doppelt so viele, vielleicht. Und gäbe es in Valhall auch Platz für einen stürmischen Schwarm? Ganz sicher. Bestimmt. Lass dein glorreiches Banner wehen. Also, sind wir bereit? Das sind wir auf jeden Fall. Wir greifen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. Pass doch besser auf. Auf jeden Fall sind die alle wie Dienen gekleidet. Und da waren Hunde. Hat gerade Eivor mitgeholfen, die Treppe wegzuschleppen? Oder Mongole? Ich kann das gar nicht auseinanderhalten, Mongolen und Hunnen. Naja. Auf jeden Fall sehr witzig. Hier ist ein Hundebei. Mongole. Heilige Krieger von Lincoln ist hier! So, während die da unten das Ganze. Wir durch. Ich sollte mich darum kümmern. Ja, genau. Wenn die da unten mit dem Rambock aufschlagen wollen, dann kümmern wir uns hier oben um die ganzen Leute, die das verhindern wollen. Eigentlich würde ich das Ganze so gut hier noch nicht in die Falle stellen. Bring den Hund zu Fall! Schon liegen. Wieso war das reingekommen? So, auf jeden Fall müssen wir das Ganze aufschießen. Ich hab ihn! Dank dir, Elfka! Schreib mir erst, wenn das hier vorbei ist! Und vorher die ganzen Bogenschützen hier mal wegballern. Kommt der plötzlich her? Herausforderung. Hilfe! Diese verdammten Leibwachen! Dämonen unter Menschen! Bam! Boom! So, dann wollen wir mal schnell das Ganze hier aufschießen. Bam. Bam. Und weiter geht's. Götter, Herefried ist wahnsinnig. Oh.
Sag mir, wo der Bischof ist. Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich, der elende Feigling. Lasst niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Gut. So, Herrefried, dann lasst uns mal mit dir... Sie wurden verriegelt. Oh. Ja, die Tür ist dicht. Wie kommen wir denn da rein? Gute Frage. Da kommen wir auch nicht rein. Schade. Okay, dann müssen wir hochklettern. Vielleicht gibt es hier oben irgendwo einen Weg rein. Okay. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid, wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Ich versuche das Ganze auch zu genießen, das Leben. Vor allem mit Zocken. Anne Kester gehört uns, wurde von uns überrollt, eingenommen. So. Dann sprechen wir mit Hunwald. Wieder ein Baum. Eivor, ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen, aber Acher wird erst trauern müssen. Du hast gut gekämpft, stürmischer Schwarm. Sei in den kommenden Wochen vorsichtig. Nun beginnt dein härtester Kampf, alter Mann. Ja? Der beginnt auf jeden Fall jetzt erst. Jetzt führst du Linkolnischir an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Spuck's aus. Als Aldermann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Swanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren? Bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, meine starke Berserkerin des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen.
Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Das reicht fürs Erste. Ja. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Die frohe Kunde bringen. So, dann werden wir mal die schnelle Reise antreten. Immer diese Ladezeiten dauern mir zu lange. Ach, ist mir gerade eingefallen. Ich habe gar nicht den neuen Bogen ausgerüstet. Das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Naja, oder auch nicht. Ich nehme mir an den alten, also den letzten Spielstand noch vom 14.01., damit ich halt dementsprechend dann da weitermache, wo ich ursprünglich aufgehalten bin. Das Ganze hier habe ich natürlich nur extra für euch nochmal von vorne gemacht, damit ihr die Story kennt. So, zuerst werden wir uns noch bitte mal... Bitte, Lieder, erzähl noch eine. Ja, eine letzte noch, aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Dass der so viele Geschichten kennt, ist ein echt Hammer. Ja, auf jeden Fall werden wir mit Randvi so ein guter schnacken. Junge. Lincoln Ashir ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hunwald ist der neue Aldermann Lincoln Ashirs. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. Dieser Lama. Ja, Hunwald hat noch eine Menge zu lernen, auf jeden Fall. Gut. Ja, dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Part weitermachen. Es tut mir nochmal aufrichtig leid, dass das Ganze so blöd gelaufen ist mit den Parts 96 und 97. Ich werde es auch nochmal in der Beschreibung jeweils noch mal so ein bisschen erläutern, dass das Ganze passiert ist. Ja, Hallöchen, Wolf! Ja. Es geht auf jeden Fall weiter genau hier. Bloß mit dem ursprünglichen Endstand vom 14.01. Da habe ich soweit alles schon aufgerüstet und verbessert, was ich halt schon gemacht hatte. Das Ganze möchte ich jetzt nicht nochmal machen. Ist ein bisschen zu viel Arbeit. Okay, ist nicht so viel Arbeit auf jeden Fall. Ja, ich fange auf jeden Fall mit dem Spielstand dann wieder an und mache da weiter, wo ich dann wirklich stehen geblieben bin. Mal schauen, wo es dann hingeht, ob wir dann mit Valka Richtung Jötunheim gehen. Da sollten wir durch das Tor. Also werden wir nicht in Asgard auftauchen, sondern in Jötunheim. Und was sonst die Verbündetenkarte noch angeht, haben wir ja, glaube ich, dann noch die Möglichkeit, erst einmal
Snottinghams hier zu holen, glaube ich jedenfalls, ja, und dann Eoforvik. Kann natürlich sein, dass noch mehr da ist, auch natürlich hier Südsexe. Mal schauen, wie es weitergeht. Und nicht wundern, wenn es dann im nächsten Part hier grün leuchtet mit den Aussichtspunkten und vielleicht ein oder zwei Reichtümer, Rätsel und Artefakte mehr da sind, dann werde ich, also ich werde dann auf jeden Fall meinen alten Spielstand, wo ich aufgehalten bin am Dienstag, weiterführen. Da habe ich dann auch wirklich ein bisschen mehr verbessert und so. Auch die Aussichtspunkt, also auf jeden Fall den Aussichtspunkt habe ich dann auf grün. Bei dem bin ich mir nicht ganz so sicher mehr. Ja. Genau. So wird es sein. So ist das dann auch. Ja. Gut. Ich verabschiede mich hier. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen nach oben und vielleicht sogar ein Abo. Das würde mir würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Das Foto habe ich gemacht. Das hat 0 Sterne. Ich hatte hier, glaube ich, auch noch ein Foto gemacht. Ah, hier, Foto. Nein, Online-Dienstfehler. Schade. Ich wollte gerade gucken, ob der Wolf ein Herzchen bekommen hat. Schade. Naja, dann halt nicht. Ja. Wie schon gesagt, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.